Hallo, liebe Jenny. Ich beantworte dir die Frage sehr gerne. Mir ist aber sehr wichtig, dass du das, was ich jetzt sage, nicht auf dich beziehst. Das ist einfach auf meine Traumageschichte bezogen. Mittlerweile ist mein Lachen ehrlich. Am Anfang früher musste ich das auch immer stellen. Also, weil ich hatte eigentlich nichts zum Lachen in meinem Leben und mein Lachen war immer gestellt. Also, ich habe immer was vorgespielt, damit die anderen nicht merken, wie schlecht es mir eigentlich geht. Zum einen. Zum anderen gab es aber in meinem Leben auch irgendwie nichts mehr. Also mein Leben war nicht lebenswert mit allem, was ich erlebt habe, aber auch mit meiner eigenen Einstellung. Und ich habe mit der Zeit gelernt, mir die positiven und lustigen Sachen, ja, dass die zu finden, also die zu finden und meinen Blickwinkel zu ändern. Ich habe angefangen, mich nicht mehr so aufzuhängen an Dingen, die ich nicht ändern kann. Ich mag das jetzt irgendwie vorsichtig formulieren, weil die Dinge, die ich nicht ändern kann, also meine Traumata, die ich erlebt habe, die werden deswegen ja nicht weniger schlimm. Ich habe aber sehr viel Therapie gemacht und auch damit gelernt, mich selbst zu reflektieren und an mir zu arbeiten, weil meine Traumata habe ich nun mal erlebt. Mit denen muss ich immer leben oder sterben. Oder mit denen muss ich auch irgendwann mal sterben. Aber die Zeit bis dahin kann ich leben oder kann ich vegetieren. Und ich möchte mir von meinen Traumata mein Leben nicht zerstören lassen. Die Traumata waren schlimm. Und natürlich hat es mein Leben verändert. Und ich bin vielleicht auch nicht so, wie jeder andere ist, durch meine Traumata. Und natürlich hat jeder so seine Schwierigkeiten. Aber ich möchte mir mein Leben davon nicht zerstören lassen. Und ich habe angefangen zu kämpfen. Zu kämpfen, mir meinen Weg zu suchen, mich da irgendwie durchzuschlängeln und mir meinen Humor zu bewahren. Weil etwas, was lustig ist, ist lustig. Ob ich das jetzt als lustig empfinde oder nicht, ich kann jetzt, egal wie mein Leben ist, wie furchtbar es ist, trotzdem darüber lachen und dann dadurch ein bisschen Spaß haben. Oder ich kann verstummen, keinen Spaß haben, aber mein Trauma und mein Leben ändert sich dann dadurch auch nicht. Ich fühle mich nicht ganz wohl damit, das so zu formulieren, weil ich niemand anderen das Gefühl geben möchte, er würde nicht genug tun. Das war einfach nur meine Realität, meine Geschichte.